Verstehe es gerade. Naja, gut, mach das mal. Und vielleicht schauen wir uns dann mal, gell? Genau, Ciao ja. mit V. Ciao, ciao. Ciao mit V. Ja, es hat jetzt wieder keiner gesehen hier. Wer war das, der gerade da war? Der Marco. Nein, ich meine jetzt hier im Spiel. Das war nicht Ahnenfuchs, oder? Wer ist denn noch da? Ich meine, wieder bei Scump heißt man nicht. Oder spielt er kein Scump? Marco spielt kein Scump, so, ne. Okay, das wollte ich wissen. Und, aber hier, bist du gerade mit dem Wolf vorbeigefahren? In der Stadt? Ja. Okay. Gleich fahre ich wieder rüber. Ich fahre gerade an der Tankstelle. Zur Tanke. Ich fahre jetzt hoch zu D3, da ist nämlich Drop runtergekommen. Okay. Mir sind mal die ganzen Lichtquellen despawned, Arbeitslampen, ja, leider Laternen. Nicht die. Ist mir auch schon passiert. Da hatte ich die ausgemacht, aber nicht eingepackt. Ja. Auch die Gießkannen, wenn du die draußen stehen lässt. Ich wollte die so hinstellen zur Deko, weißt du, so ein bisschen so ans Blumenbeet, aber die verschwinden auch. Schade. Oh, eine C2 habe ich. Das ist mir aber gut gegeben. Sagt man das so? Ja, ne? Und hast du das gesehen? Man kann sich jetzt die Augen waschen. Auch mit Benzin. Ich weiß nicht, ob das so... Was hat das für einen Sinn? Ja, ich weiß es nicht. Oh, okay. Ich mach's halt einfach. Vielleicht bringen sie irgendeine Augenentzündung rein oder was, Geier was, ich hab keine Ahnung. Wegen Tränengas. Ah, okay. Das macht Sinn, ja. Stimmt, die neuen Lichter schießen ja mit Tränengas. Ja. Ja. Nice. Ach übrigens, weil du vorhin mit deinem Boot gerudert bist, die Belohnung gibt es nur für Kilometer mit dem Fahren. Das ist ja gerade, ob du ruderst oder mit dem Motor fährst. Ja, sagt der Ahnenfuchs. 100 Kilometer Errungenschaften. Ja, das ist die höchste, glaube ich. Ich glaube, die 10 gibt es eine, 20, 50 und dann 100, glaube ich. Es gibt drei dazu. Oh, okay. Ich glaube, 100 Kilometer ist, glaube ich, schon das höchste, glaube ich. Okay. Ja, da hatte ich so ein bisschen gehofft, dass vielleicht Ziggy mal so ein paar Events macht, aber leider nicht.
Könntest du ja zum Beispiel sich mal einladen zum Bootrennen zum Beispiel. Das spawnt da einfach 5 Boote, das kann er ja spawnen. Hinterher zerstört er sie wieder, ja, so dass keiner was davon hat. Und dann macht er aber keine Ahnung, erste, zweite, dritte Preis oder keine Ahnung, was weiß ich. Ja, ich wollte zum Beispiel an der Rennstrecke eine Garage bauen. Und da halt Mopeds und so, Motorradkleidung unterbringen und vielleicht dann mal ein paar Rennen auf der Strecke machen. Jo, wäre ich dabei, wenn ich Zeit hätte. Also Motorräder stehen genug rum. Also. Ich hatte neulich 3 Stück hier oben bei mir in den Städten gesehen. Okay. Ich habe auch 2, glaube ich, oder eine mindestens. Meine beiden sind weg. Ah, vielleicht sind die deswegen auch. Am meisten ärgert mich, dass die Schlösser weg sind. Ja, das verschwindet auch mit, ja. Aber Schlösser findest du doch hier en masse. Du brauchst nur auf den Schrottplatz fahren, da gibt es Schlösser ohne Ende. Auch teilweise schon fertige Schlösser. Ja, oft in den Büros halt, in den Aktenschränken und so. Oder in den Schrottautos. Die haben dann zwar immer nur 15%, aber das ist ja egal bei den Schlössern. Wenn du so irgendwo reintust und dann wieder raustust, haben sie ja wieder 100%. Haben sie 100, ja. Aber wie gesagt, wenn ich so Schrottplatztour mache, so wenn ich Metall brauche oder so, da habe ich meistens 1 bis 2 komplette Schlösser, was ich silberne oder goldene. Manchmal auch Eisenschlösser, das ist immer verschieden. Und bestimmt 10 oder 15 von den normalen Schlössern, die du halt dann umbaust zum Schloss. Zum Bauen. Ach so, da fehlen wir dabei. Sag nochmal bitte, was du für den Golf brauchtest. Beifahrertür hinten. Ja, ist bei mir hier. Warte, ich halte irgendwo kurz an, guck gerade im Stream, wo du bist. Moment. Unterhalb vom Flugplatz. Mal schnell hier die Viecher loswerden. So, warte. Ich bin in deinem Stream. Warte mal, ich muss mal warten, bis es scharf wird. Ach, warte, ich muss umstellen. Hat noch 360p. So, jetzt mach nochmal auf. Nee, mein Stream ist nicht scharf. Ja, das liegt an mir. Das schaltet automatisch immer auf 360 Pixel, wenn ich das im Hintergrund laufe. Ah, okay, da unten in der Stadt. Okay, hol ich mir ab. Ne, B1 und dann darunter. In der Garage? Dann steht er direkt draußen. Hier am Eingang. Nee, draußen. Okay. Mach nur schnell den Airdrop, dann gucke ich mal. Ist eine Hundehütte. Aber nicht für einen Labrador.
Kann man Dosen essen warm machen? Puh. Steht da nicht irgendwas von wegen Rezepte? Nee, das ist wieder anders. Wieso heißen die einmal Cherry Seeds und einmal Kirschsamen? Das werden wir nie erfahren. Der Gummi ist auch durch. Hast du zufällig schon ein bisschen rumexperimentiert mit der Fernsteuerung für die Tore? Ich habe die benutzt, als die noch da war. Also Aber wie man die ins repariert, weißt du nicht. Inventar? Nee, das war sie nicht. Wahrscheinlich mit dem Ja, habe ich Elektro-Ding probiert. da, Elektro oder? habe ich probiert. Ich habe den Schleifstein probiert. Ich habe die Werkzeugkiste probiert. Und habe auch den Waffenreinigungsset probiert. Geht alle drei, alle vier. Und hattest du die da im Inventar oder so wie sie da hingen? Ne, im Inventar habe ich probiert. Puh. Naja, ist nicht schlimm, baue ich halt einen neuen, aber wie gesagt, das ist halt immer nach dreimal, wenn es dreimal aufgeladen ist, ist das Ding halt kaputt. Okay. An der Standbohrmaschine vielleicht, sagt Ahnenfuchs. Ah, okay, das habe ich nicht probiert. Das werde ich dann nochmal probieren. Stellt sich aber auch an hier. Ja, ich stelle ein Motorrad, wie du sagtest. Okay. Dann bringe ich den hier weg. Hol mir das Motorrad. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen, wo das war. Okay.
Joggen war halt nochmal. Vorhin hatten wir ja Schwein mit dem Fahrrad. Das sieht aus, als hätte da unten jemand gebaut. Oder als wäre da eine kleine Hütte. Das gibt's ja gar nicht. Hier ist tatsächlich eine kleine Hütte, noch nie gesehen. Am Fluss. Kleiner Steg. Das ist schick. Oder hier mal einfach so ein Seil, das da am Steg liegt. Sowas als Dekus wäre geil. Ich schätze, wir haben noch Platz für eine Wassermelone. Die gibt es zum Beispiel hier. Aber die sind halt auch riesig. Thank you.
Ja, und was die Fernsteuerung angeht, ich habe noch gar keine neue. Okay. Deswegen, ich habe noch nicht einen Parksensor gefunden. Ja, ich kaufe mich auch immer. Kostet ja nichts. Okay. Also Geld habe ich im Moment mehr als genug. Ich habe mir jetzt zwei Dings geholt, zwei Knarren mit eingebauten Schalldämpfern. Okay. MP5 von der VSS. Dass man die Kühlschränke nicht in die Kisten tun kann, ist auch scheiße. Aber die spawnen ja nicht. Nee, aber die ist zu weit weg, um den irgendwie wegzukriegen. Dann müsste ich jetzt heimfahren, die Kisten ausladen, dann wieder hinfahren, das Ding holen. Das ist mir zu weit. Hier, wo ich gerade bin, steht auch ein Motorrad. Komplettes. Mit Reifen, allen drum und dran. Streamst du? Nee, ich bin in D3, bei der weißen Kreuzung in der Stadt. Ziemlich in der Mitte von der Karte. Numpad, ja, ich habe kein Numpad. Numpad, was ist das? 1, 2, ich schätze Stell's dir mal vor. 5, Numpad 5. 5 ist in der Ja. Mitte. Das sind ja so zwei weiße Straßen, die aneinandertreffen. Da in der Stadt steht das Motorrad. Ah, okay. In so einem Schuppen drin. Also unter so einem Schuppen. Ja. Gut, mir fehlt jetzt noch bei dem Wolf Beifahrersitz und die Klappe. Das ist ein Goldfahrersitz. Beifahrersitz. So, nochmal, was fällt dir ein? Golf Beifahrersitz. Für einen Beifahrersitz. Golf. Hm. Das ist leider ein Leica hier.
Oh, Moment. Nochmal zurück. Ist leer. Was gibt's denn Neues bei 7 Days, dass wieder alle 7 Days spielen? Gab eine neue Alpha. Ja, Aktuell das gibt's ja alle zwei, noch drei Monate, aber was ist in der Alpha drin? alle 2, 3 Jahre. Was? Dieses Jahr kamen mindestens zwei raus, oder? Die 21 und was ich was, oder? Also wenn dann halt die 20, aber da sie im Devstream schon die A23 vorgestellt haben, obwohl es hieß, nach dieser Alpha kommt dann der Release. Ich meine, ich glaube den eh nix. Ich habe nur neulich gesehen, da haben sie irgendwelche Chinesen, so China, so nachgebaute China, irgendwas. Asia-Mod. Das war ein Modder. Okay. Der Ahn, der hat das gemacht. Ein Deutscher auch. Und die war richtig geil. Also da sieht man mal, was für ein Potenzial das Spiel eigentlich hat. Aber die Funpimps. Ja, für mich ist das Spiel nichts. Ich habe das zwar auch, aber ja, die Grafik ist nicht so mein Ding. Da kann man auch viel machen mit Mods. Es ist jedenfalls kein Minecraft. Naja, viel fehlt da aber nicht. Das stimmt schon, aber einiges. Ja, es ist Grafik besser wie Minecraft, ja, aber dieses Baukastensystem ist da ja auch. Aber wie gesagt, durch Geschmackssache, um Gottes Willen, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Also, so ist das nicht. Ja, sicher. Also wer. Wie gesagt, ich hatte auch mal eine Zeit lang gespielt, ein paar Leute wollten es mir auch mal zeigen, wie es geht und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich werde irgendwie nicht warm mit dem Ding.
Fuck. Es kann doch nicht sein, dass ich keinen einzigen Kanister habe. Oh, ich habe vorhin zwei weggeschmissen. Nee, nee, Kanister habe ich schon, aber wir sind alle leer. Ich habe einen Beifahrersitz für den Golf. Du weißt doch, wo Siggi früher gebaut hatte, ne? In der Stadt, Ja. wo wir uns eben getroffen haben. Ja, Und wenn du da da oben habe ich Richtung, ja auch gebaut. Südwesten die gelbe Straße runterfährst, kommt doch so ein kleiner Bauernhof. Links. Da steht ein Golf, da ist ein Beifahrersitz drin. B3 Ja, ich würde mal, warte mal, ich muss mal. Richtung Südwesten, sagst ich du? Ich nehme mal das Handy, ist das eigentlich beim Handy auch wie Numpad oder ist das Nee, Handy Quatsch, anders wir sind ja angeordnet? B2, ne? Nee, Handy ist falsch rum angeordnet, ne? Handy ist andersrum, Okay. genau. Aber die 5 ist in der Mitte. Dann. Die 7 ist die 1, die 8 die 2. Oder sag's mal am Handy, ich hab's gerade in der Hand. Dann wäre es Numpad 4, wenn es auf dem Handy wäre. Unterhalb vom See. Okay. Ja, die mittlere Reihe ist tatsächlich identisch. 4, 5, 6, okay. Unterhalb von dem See. Ja. Okay. Ja, geil, vielen Dank. So, und ich wollte mir jetzt die Tür holen. Gut, dann laufe ich wieder los. Was hast du denn heimgeschafft? Ja, den anderen Lader. Okay. Also ich könnte dann zwei Autos verkaufen, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Ja, gesammeltes leicht. Jetzt hole ich mir noch das, ja. Ich habe auch mittlerweile, ich glaube, 6, 7 Autos zu Hause. Oh wei, ja, wir können gerne nochmal zusammen los auch. Ja, aber bei mir oben ist zum Beispiel ist leer. Da habe ich vorhin schon 2 Kisten, die ich mit Loot verkauft. Und da ich ja diese Wagenheber auch immer sammel wie verrückt, ist auch der Autohändler leer. Da gibt es 300 für so einen Wagenheber. Ich habe gerade ungefähr jede Garage, die ich aufmachte, waren Wagenheber drin oder zwei sogar. Nö, ist doch gut, oder? Gibt schnell Kohle. Mich nicht an dieses Tattoo gewöhnen. Ich denke mal, es wird dreckig, der Arm. Ich hatte jetzt bei dem Motorrad gar nicht geguckt, es waren beide Räder dran, das reichte mir eigentlich schon. Sonst hat das ja gar keine Teile, ne? Ich glaube nicht. Also Batterie oder irgendwas.
Aber übrigens bei dem Golf, den du mir vorhin gesagt hast, den ich holen soll, wo die Tür dran ist, da ist auch ein Beifahrer. Mhm. Ich war voll. Also, okay. Alter. Aber jetzt hast du auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Ja, danke. €52 in der Tasche. So, damit ist der Golf komplett. Nee, das war eines der, wo du gerade sagtest, so optisch. Also, so ich sag gern, also Minecraft finde ich schon sehr interessant, schon allein aufgrund dessen, was da so gebaut wird. Da gibt es ja 1:1 Modelle von der Enterprise. So ungefähr jedes bekannte Gebäude wurde danach gebaut. Ich erinnere mich an, wann waren das? Mitte 2010er, da ging es um den ägyptischen Frühling und so. Und Länder oder Internetsperren, auch in der Türkei und so, wo dann, da haben sie dann eine Bücherei gebaut in Minecraft, wo du dann Texte lesen konntest, die halt quasi übers Internet, über einen Webbrowser gar nicht verfügbar waren. Jetzt weiß ich überhaupt gar nicht mehr, was für Texte das eigentlich waren. Aber also so insgesamt alles ganz interessant, aber es ist mir halt einfach zu quadratisch alles. Und Seven Days macht halt echt diese Brücke. Und verbindet halt so eine, ja, jetzt nicht die Umgebung wie hier in Scum natürlich, aber doch eine realere mit diesem Blocksystem. Und wenn du dir mal so, da gibt es dann HD-Mods oder so für eine bessere Darstellung der Umgebung halt, und das sieht echt geil aus. Aber du hast dann halt auch nur drei verschiedene Bäume und das merkst du dann halt irgendwann. Ne? Das war zum Beispiel besonders bei der Asia-Mod, wo es viel, viel mehr Bäume gab. Auch Bäume, auf denen Obst wuchs oder so.
Natürlich so Kirschblüten und sowas, ne? In der Airdrop. Ich finde den noch nicht. Den hat wohl jemand geklaut. Na. Ich kann nicht finden. Keiner da. Ach, da auf der Insel bei Z4 ist er. Okay. Das ist aber auch schwer zu finden. Nice. Wo bist denn du gerade? Mach mal Map auf. Bin ja gerade auf der Straße. Da nächste Kreuzung, da ist das Moped. Ach, bist schon da? Okay, gut, dann hätte ich dich abgeholt. Ich bin ja auch fast da, wo du bist. Danke. Das gibt's doch nicht. C2. Und von hier aus sehe ich da oben das ist ja fast wie ein Schloss, ne, das Sanatorium.
Er hat einfach in die Hose gepullert. Moin. So, das wär's beinahe wieder gewesen mit dem Moped. Wieso? Ah, da kam eine Kurve und ein Fluss. Achso, der Fluss ist eines der wenigen Sachen, die das Motor kaputt macht. Bei uns ist das Ding ja eigentlich unverwüstet. Wo war denn die Tankstelle? Ich glaube da hinten, ne? Komm, erst da hoch. Und hier steht ein Wolf. Und ich höre ein Pferd. Aber ich muss jetzt mal ganz schnell hier. Einzelschuss wäre besser.
So, dann hätten wir das doch schon. Unsere Verletzung behandelt. Oh, der hat ja, das ist ja halb voll, das Bike. Dann ist ja easy.
Irgendwo hier ging's runter. Ja, super. Super. Als ich das letzte Mal mit einem Moped rumgedüst bin, mal einfach so ein bisschen rumspringen wollt, bin ich da an der Strandbase losgefahren und dann beim ersten Mal direkt 15 oder 20 Meter gesprungen ins Wasser rein. Überhaupt nicht dran gedacht. Schmerzen. Why? Hier am Flughafen bin ich immer unten die Straße lang gefahren. So aus Bequemlichkeit, die Max haben mich nie getroffen. Und das habe ich dann letztens einmal gemacht. Da haben sie es mir aber gegeben. Einmal getroffen, C4. Verletzung. Mm-hmm.
So, mal gucken, ob ich hier ein Visier habe. Für die Knarre. Nee. Gibt's ja gar nicht. Auch immer mosernder Charakter, ne? Ja, das macht er gerne. Ne? Zu kalt, zu warm. Also ich habe jetzt hier drei Visiere, passen alle nicht drauf. Halt im Dunkeln. Oh, Moment, Moment, Moment.
So, und was habe ich gesagt? Was brauche ich noch? Fahrertür, Beifahrersitz für den Golf, oder? Und die... Heck, die Motorklappe. Kühler, ich Kühler. Ich glaube, die war bei, wo Vicky gebaut hatte, glaube ich, war auch die Klappe da. Du meinst in dem Dorf dahinter, ne? Ja, nach unten, wenn du nach unten fährst, die gelbe Straße. Ja. Mhm. Das ist nicht ein Dorf, das ist so, nur so ein kleiner Bauernhof. Ja, naja. Nee. Denkst du es nicht dabei? Doch, da war es dabei, glaube ich. War Sitz und Klappe, glaube ich. Die hintere Klappe, ja, die brauche ich nicht. Ne, Kofferraum, vorne, Motorraum. Nee. Ist nicht dabei, oder was? Nope. Aber die war bei dem Golfdamm-Sanatorium. Ist ja jetzt auch nicht so dringend. Komm sie, komm sie. So.
Also, ich habe eine kaputte Viper in der Tasche. Ich habe hier noch Stuff von einem Wolf. Das ist, glaube ich, von ganz am Anfang. Das hat jetzt gerade 97% das Fleisch. Okay, das sollte dann aber lange halten. Ja, wie du sagtest, wenn man da gar nicht reinguckt. Hält das ewig. Antibiotika, immer noch ein paar Tropfen. Die ist repariert. So. Gut, Upkeep haben wir gemacht. Oder haben wir? Scheiße. Jetzt ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht.
Und die kleinen Generatoren, die kann man ja auch gut verkaufen. Okay, habe ich noch nie probiert. Was gibt's dafür? 300 oder so. Okay. Dafür, dass ich einfach gar nichts liegen lassen kann. Okay, dann fahre ich nochmal runter. Sonnenuntergänge sind schon geil hier.
glaube, ich habe zu viel Luft in den Reifen. Der titscht hier rum. So viel zu einer Abkürzung.
wieder fast eine Brücke verpasst. Ich bin parallel gefahren, jetzt sehe ich das.
Das habe ich auch gleich vor, an Fuchs. Dir einen guten Appetit. Dann sehen wir uns vielleicht gleich in 7 Days. Quasi. Dachte, wenn die Family da ist, dann macht die Essen, aber. Weiß ich doch.
Schlüssel. Konnte doch Stacheldraht an den Baseballschläger machen. Was willst du mit Stacheldraht? An den Baseballschläger. Achso, geht ja. Aber nur an den Holzbaseballschläger. Beim Metall geht's nicht. Okay. Was ist denn besser, mit Nägeln oder mit Stacheldraht? Keine Ahnung, das habe ich noch nie getestet, ob das mehr oder weniger Schaden macht. Ich spiele immer mit Katana, aber die findest du halt in Sachen. Tatsächlich, mein Fahrrad despawnt. Gibt's doch nicht. Das Fahrrad despawnt. Das war noch so hingestellt. Also wenn es auch ein Hollandrad sein darf, B1. Nee, so eins habe ich noch. Ich will ein Mountainbike wieder. Anders habe ich es auch nicht hingestellt. Keine Ahnung. Eigentlich passe ich da immer auf. Weg ist weg. Weg ist weg. Weg ist weg.
So, dann mache ich den Rest hier auch noch eben. Wenn denn das Rad dann fahrt, kann man gar nicht hochbucken. Du kannst nicht hochgucken. Ah, musst du rechts klicken und dann musst du sagen anbauen, okay.
Puh. Ja, was mich hier sehr stört, zum Beispiel, das sind halt diese ganzen Stützbalken, die ich bauen muss für die Stabilität. Na gut, du hast teilweise auch zu viel gebaut, ne? Hättest du teilweise Wie nicht. zu viel? Ja, du kannst ja, wenn du einen hochsetzt, kannst du ja drei dran setzen. Nee, das Problem sind die Dächer. Ja, ja. Du kannst also an die einem Schrägdächer, Balken, der hochgeht, die brauchen immer dran ein. Setzen. Ja, aber keine Schrägen. Na klar, komm zu mir, guck dir das nee. Bei mir an. Ich hab's von mir auch gemacht. Hier ist das erste schräge Dach. Damit ich hier ein Schrägdach draufsetzen muss hier ein Balken sein. Muss ein Balken hoch, aber dann kannst du, wenn der Balken oben ist, links und rechts daneben auch setzen. Ohne dass du einen Balken hast. Das ist das, mit was ich meinte, zu viel gesetzt. Du musst hochziehen, das ist völlig korrekt. Warte mal, ich guck mal bei dir. So, zeig mal, was du jetzt zeigen wolltest. Hier sind die Schrägen. Ja. Ich habe ja hier immer so gebaut. Immer zwei Schrägen hoch, drei sogar. Und für jede Schräge brauche ich einen Balken. Erste Schräge, zweite, dritte. Warte mal kurz, ich guck mal bei mir. Ich werde mal in jede zweite brauchen, warte mal. Kann da kein Schrägdach, ich kann kein Schrägdach einfach auf ein Schrägdach setzen. Das geht nicht. Also bei mir geht's, wie gesagt. Wenn du mal Zeit hast, kommst du irgendwann zu mir, kannst du bei mir gucken. Ich habe nur jeden zweiten. Ja, klar. Gesetzt. Ich habe sogar nur jeden dritten gesetzt. Ja, wenn das so stimmt, wie du sagst, dann ich stelle mir das so vor, sagen wir, hier hätte ich einen gesetzt. Oder nehmen wir den hier. Ja, dann hättest du links und rechts daneben den weglassen können. Genau. So habe ich es gemacht. Und der dritte wäre der in der Mitte, der dann von rechts und links nochmal Stabilität bekommt. Genau. So, Stabilität ist mir ja in dem Sinne nicht ganz unbekannt. Aber, ja, also, wie viele schon sagten, so Querbalken oder so, die wären da eigentlich ganz schick, dass man damit vielleicht stützen kann. Wäre cool, ja. Aber ja, ist leider nicht drin. Aber wie gesagt, ich habe bei mir jeden zweiten nur gesetzt. Naja. Allerdings habe ich auch nicht so, ich habe nicht so viele nach oben, also du hast ja. Ja, bei mir sind es halt drei nach oben. Genau, da weiß ich wobei, nicht, ob runter überträgt. Ich weiß nur, nach links oder rechts überträgt sich. Weil ich habe halt nur, warte mal, ich habe nur zweimal Schräge, glaube ich. Einmal. Ich habe nur einmal Schräge. Na gut, vielleicht ist es so, und dann kommt ja, also hier ist ja nochmal ein Boden drauf, siehst du? Und da geht es dann nochmal einen höher. Ja, da hast du es dann ja angesnippt an der Außenwand, genau. Deswegen nee, hast du da keine Stützbalken. Die Stützbalken sind ja unten drunter.
Und hier kommt dann das gerade, das flache Dach. Und das hält dann auch wieder. Ja, hier sind dann die Stützen. Und hier ist ja die Ecke, von da kann ich dann auch noch rüberbauen. Aber wie gesagt, vielleicht geht es bei mir auch nur, weil ich halt nur eine Schräge habe. Würde ich jetzt nicht beschwören Ja, wollen. ich habe drei. Ja, ich weiß. Aber ich wollte ja, wie gesagt, da an der Rennstrecke. Ted sagte, wir haben jeder fünf Claimblöcke. Das heißt, zwei, drei habe ich jetzt hier gebraucht, weil hier habe ich jetzt zwei. Dann würde ich an der Rennstrecke noch was bauen. Dann probiere ich das da auch noch mal. Jetzt habe ich hier auch den Berg hochgebaut, hatte halt die Terrassen und so. Ja, ich weiß, hatte ich gesehen, dass du da so viele Schrägen drin, also viele Treppen bauen musstest, weil er so schräg war. Genau. Aber ist okay. Hier oben oder hinten haben wir die Garagen. Dann ist das hier doch schon ein ziemlich großer Raum, aber er braucht halt die. Die könnten wahrscheinlich weg hier, muss ich noch mal gucken. Zumindest die hier in der Mitte. Da muss ich noch mal gucken. Hier an der Seite werden gebraucht, die stützen das Ding. Aber ich glaube, das hier könnte zum Beispiel weg. Das mache ich jetzt aber nicht. Ja, wenn du Pech hast. Ich habe auch so manche Dann Böden sitze ich mehrmals hier doch gebaut, wieder 2 Stunden. weil dann auf einmal alles mit weg war. Ja. Wäre auch nicht so schlimm. Naja, ist trotzdem halt Arbeit. Ne? Ja, aber ich habe Baufertigkeit 99%. Da kommt ja nichts mehr dann am Ende. Leider. Ja, aber dann kommen die 100 und dann kann ich endlich Metallkisten bauen und Ach alles. so, du bist bei der Stufe. Okay, gut. Dann kommt noch was. Ich habe bei 0 angefangen. Na, ich hatte ja, wo der Server neu gemacht wurde, das hatte ich ja neu geskillt. Hier, Baufertigkeit 99%. Und das habe ich dann wirklich seit Serverstart komplett neu gelernt. Okay. Ja, wie gesagt, ich hatte neu geskillt, weil halt ja Intelligenz kann man ja nicht skillen. Deswegen hatte ich das auf 5 gemacht. Aber hast du auch ganz schön abgenommen, ne? Bei den mittleren 2. Ja, Ne, ich hatte das genauso verteilt. ne, du 2,9, da waren bestimmt mal 3, oder? Ich glaube nicht. Na dann. Und eigentlich hast du 3, 3, 3, 3, 3, wenn du es standardmäßig lässt. Weil wenn du nur. Nee, da habe ich schon rumgefummelt. Weil wenn du Müsste nämlich man mal in den Geschicklichkeit nur ersten Stream gucken. 2,9 hast, kannst du Scharfschütze und Bogenschießen nicht skillen. Dafür brauchst du Geschicklichkeit von 3. Aber den 1%, den kriegst du schnell hoch. Bogenschießen ist bei Stärke. Ist bei Stärke, ja richtig. Aber du kannst geschickt, du brauchst Geschicklichkeiten, um Zug zu skillen. Okay. Genau wie Scharfschütze brauchst du auch Geschicklichkeit.
Also ich habe mit 1 angefangen, mit Geschicklichkeit 1. Das steht hier gar nicht. Das steht nirgends dabei, was du brauchst. Nee, ich meine, Bogen oder Scharfschütze habe ich hier ja gar nicht mal, sind nicht mal Doch, bei Stärke war eine Bogen. Kategorie. Ja. Und Scharfschütze ist bei Intelligenz, glaube ich. Stimmt. Und sobald du Geschicklichkeit auf 3 hast, dann geht es hoch. Wenn du natürlich mit dem Gewehr und Zielfernrohr schießt, ist klar. Wird erhöht durch Schießen mit Waffen, an denen Zielfernrohre angebracht sind. Okay. Aber wie gesagt, das 1% da bei Geschicklichkeit, das geht schnell, dann musst du aber noch ein paar Tage hungern, dann hast du schon oben. Was heißt hungern? Ja, dein Essen unter 75% halten. Dann werde ich geschickter. Ja. Okay, boah. How? Wenn du Guck mal, der drüber Kaffee gehst wirkt über immer die noch. 2,9, dann müsstest du auch da stehen, glaube ich. Und jetzt die Start-Taste drücken. STRG. Steht hier unten. Für mehr, bla bla bla. Genau, da müsste irgendwo dabei stehen. Wird erhöht durch Kalorienmangel. Genau. Das heißt, wenn du dein Ach Essen unter was. 75% hältst, dauerhaft, dann geht der Wert hoch. Und gehen alle diese Werte hoch? Wie meinst du alle Werte? Nein, 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 Ja, nur kann oben die man. 2,9 geht denn da Nein, hoch. ich meine, wenn ich die 2,9 höher machen kann, kann ich auch andere Werte höher Na machen. klar. Wenn, bei Konstitution musst du zum Beispiel laufen oder Fahrrad fahren. Und bei Stärke musst du deinen Rucksack voll machen und laufen. Das Einzige, was halt nicht hochgeht, ist Intelligenz. Das geht nicht hoch. Steht doch da. Beeinflusst die Gruppengröße, wenn du der Anführer bist. Genau. Ja, guck mal, das sind alles Sachen. Werden die bei der Charaktererstellung schon erklärt? Ich glaube, da kann man auch mit der Start-Taste drüber Nicht. gehen, glaube ich. Und dann kommt das auch, Okay. was da steht, glaube ich zumindest. Okay. Deswegen hatte ich halt neu geskillt und habe halt Intelligenz auf 5 gemacht und Stärke auf 5. Weil Stärke ist auch schwer hochzumachen. Also nicht schwer, aber schwerer wie die anderen zwei. Und Geschicklichkeit ist sowieso leicht, weil wie gesagt, Hungern ist ja kein Problem. Und Stärke ist halt auch Ich ein gucke bisschen immer, dass ich nicht kompliziert. Hunger. Musst du halt was ich ein paar Stunden Fahrrad fahren, zum Beispiel. Ja, da mit vollem Rucksack rumlaufen. Und das ist ja nun nicht unüblich. Das genau, das ist dann die Stärke. Ich meine, bei Konstitution meine ich, um das hochzukriegen, musst du Fahrrad fahren zum Beispiel. Oder viel laufen oder so. Aber Fahrradfahren hat einen höheren Wert. Kriegst du mehr Punkte. Okay. Vielleicht gibt es noch was Besseres, aber ich habe bis jetzt nur Fahrradfahren gefunden, was am meisten Punkte gibt. Also im Gelände zum Beispiel, ich laufe hier immer vom Händler zurück. Ja. Und da habe ich gemerkt, selbst wenn ich jetzt auf schnellstes Laufen gehe, sobald es Anhöhen gibt, tut er sich schwer. Also da geht er dann auch manchmal einfach nur noch. Ja, aber das ist bei mir auch so. Also müsste man quasi immer runterlaufen. Ja gut, aber der Konstitutionswert geht trotzdem hoch, auch wenn der Berg auch läuft. Okay. Aber wie gesagt, du hast beim Laufen kriegst du so etwa 0,012 Punkte und beim Fahrradfahren kriegst du 0,032 Punkte. Deswegen fahre ich halt immer Fahrrad.
Okay. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch irgendeinen Trick, den ich nicht kenne, das weiß ich jetzt nicht, aber ich kenne halt nur das. Dann sollte ich vielleicht doch mal gucken, ob ich die 100 Kilometer nicht einfach ruder. Boot habe ich nicht, das weiß ich nicht, was es beim Rudern gibt. Aber du kannst ja zum Beispiel, wenn du mit der Pfeil nach oben Taste Dauerlauf machst, also dass das automatisch läuft, das kennst du ja, ne? Autorun, ja. Genau, und dann kannst du auf den Wert gehen, mit der Maus drüber gehen, dann siehst du, wie viele Punkte du bekommst beim Laufen. Okay. Und das kannst du ja beim Rudern auch mal probieren. Wenn du halt mehr wie 0,032 bekommst, dann wäre Rudern besser. Ja. Das kann ich aber leider nicht testen, weil wie gesagt, ich habe kein Boot. Und wenn du zum Beispiel Auto fährst, dann geht der Wert extrem schnell runter. Was wir viel machen. Was, ja, eigentlich schon. Ja. Deswegen fahre ich am Tag eine Stunde, damit ich nicht abbaue, weißt du? Okay. Das gleicht ungefähr aus, so eine Stunde Fahrradfahren. Mit dem, was du am Tag am Auto fährst. Meinst du jetzt eine Stunde, eine Ingame-Stunde? Eine Weiß man echte doch gar Stunde. nicht. Also ich habe jetzt 7,5 Stunden gespielt, knapp. Und es war eigentlich, es wurde Nacht, als ich anfing, jetzt ist wieder Nacht. Wie lange dauert dann ein Tag? 6 Stunden? Puh, da habe ich noch nie drauf geachtet, was wie lange Kann ein das Tag sein? dauert. Weiß ich nicht. Aber das ist schon extrem lang, ne? Die Tage hier. Ich denke schon, ja. Also die Nacht ist ungefähr eine halbe Stunde, Also, Stunde, würde ich jetzt so schätzen, aber genau geguckt habe ich auch noch nie. ich glaube schon länger. Wobei ich glaube, die Sonne geht auf. Aber wer weiß. Was ich nur genau weiß, ist, dass eine Akkuladung von deinem Nachtsichtgerät, das hält auf jeden Fall lang genug, dass du eine Nacht durchkommst. Ja, auch die, ich habe hier so verbesserte Bodenfackeln aufgestellt. Die halten auch die Nacht über komplett durch. Okay, bei mir sind die immer schnell weg. Was füllst du denn da rein? Holzscheite. Okay, vielleicht sollte ich es mal damit rühren. Ich habe da immer Öl reingemacht. Okay. Also diese Bremsflüssigkeit, weißt du? Die kannst du auch da reinkippen. Ja. Ja, mit denen baue ich die. Deswegen benutze ich die lieber dafür und Holzscheite bekomme ich aus jedem Busch 2 Stück. Das ist richtig. Haben wir eine Holzscheide für? Ich bin noch nie aufgefallen. Und dann kommt noch dazu, dass das hat eine Weile gedauert, bis ich das gerafft habe, dass halt wirklich hier sämtliche Bäume, Sträucher im Gebäude nachspawnen. Weswegen ich die mal wegmachen muss. Ja, das ist bei mir auch so. Ja. Ich habe auch so ein, zwei Büsche im Haus, die ich immer wegmachen muss. Aber es geht nur nach Server Neustart, ne? Also das, was drinne Das ist ist in dem Busch, richtig. meine ich jetzt. Ja. Das ist richtig. Aber jetzt bin ich zum Beispiel weg gewesen, Ja, dann ist er wieder da, komme genau. wieder. Jetzt steht hier so ein Baum, aber der ist eigentlich gar nicht mehr da. Ja, das ist bei mir auch so, ja. So kannst du zum Beispiel auch bescheißen. Im PvP. Also du kannst die Bäume wegmachen und wenn du in der Nähe bleibst, sind die Bäume weg. Und für den, der dich angreift, der erst kommt, ja, für den sind die Bäume da. Ach, ja, verstehe. Ist ja verrückt auch. Darf dich halt nur nicht erwischen lassen. Weil das ist nicht gern gesehen. Also wenn der Admin mit der Drohne rumfliegt und guckt dir halt zu und sieht, dass die Bäume nicht da sind, dann ja, kannst du ärgern. Aber das Problem haben wir ja nicht, wir haben ja PvE-Server, daher gesehen. Ist das hier egal. Noch dazu.
So, was habe ich gerade noch gesagt? Bremsflüssigkeit 15. Ein Schrott. Wenn du die das erste Mal baust, sind die quasi aufgeladen. Aber ja, Holzscheite dann. Und da geht die Sonne auf. Ja, müsste man echt mal gucken. Wie lange so ein Tag dauert? Ich schätze so um die 6 Stunden. Oder 5. In 7 Days dauert er halt. Ja, verschieden kann man einstellen, natürlich. Hier sicher auch. Ja, ich glaube schon, Ich ja. denke, hier am Da sind, glaube Server ich, viele haben Tage, glaube ich. Ja. wir. Aber ich glaube, wir haben hier Aber ich Vanilla-Server. denke, hier haben wir 90 Minuten. Normal ist eher so 2 Stunden. Dann hast du halt halbe Stunde Nacht. In Miscreated ging das auch recht schnell. Aber da hat mir der Admin erzählt, dass es dann auch so. Da gibt es PvP-Server, wo nur Nacht ist. Also durchgängig Nacht. Aber das haben sich dann die Spieler halt auch so gewünscht, ne? Könnte man ja auch so postapokalyptisch schon erklären, von wegen Sonne ist halt immer verdeckt oder so. Schauen, ob wir das noch erleben. Ja, mit dem Bogen habe ich eine Weile geschossen, von wegen, da gibt es auch wieder Errungenschaften. Aber wenn ich dann unterwegs war, dann habe ich den nicht mitgenommen. Die Pfeile sind auch teuer. Die Pfeile, die kannst du selber machen. Ja, aber wenn ich jetzt halt aus der Nähe schieße, dann kann ich die auch easy wieder einsetzen. Also bessere Pfeile, die kannst du halt auch gut wieder aufsammeln. Ja, aber die machen selben Schaden, die selbstgebauten. Meinst du? Ja, du musst halt die machen mit der Eisenspitze. Da brauchst du einen Metallschrott und dann kriegst du 6 Eisenspitzen raus.
Und dann brauchst du Federn und Holzstücke. Und die machen den ziemlich gleichen Schaden wie diese Carbonpfeile. Nicht ganz, Ja. aber du kriegst die mit einem Schuss tot. Wenn du sie in den Kopf triffst. Ja. Und ich glaube in die Brust mit zwei Pfeilen oder so, glaube ich. Also ungefähr 9 mm. Ja, könnte sein, Ja, das habe ich gerade gesehen. Da muss ich dann auch zweimal drauf ballern unter Umständen, wenn es kein Headshot war. So, ja gut. Dann mache ich erstmal Schicht. Und dann Screenshot. Upkeep erfolgreich durchgeführt. Ich mach mal was zu essen und einen Kaffee. Kommst du nochmal wieder oder bist du jetzt weg für heute? Ich werde dann rüber wechseln zu 7 Days. Ah, okay. So dieses Tanzen auf mehreren Hochzeiten. Heute habe ich Eve Online installiert. Das werde ich die Tage auch öfter spielen. Da feiere ich 20-Jähriges. Das habe ich jetzt vergessen zu gucken. Wie viele Headshots? So. Spielen immer noch alle Diablo, ne? Ja, das wird doch, denke ich mal, noch eine Zeit lang so sein. Da ist ja noch nicht mal die erste Saison draußen. Ah. Ah, 18 Uhr, scheiße. Mist. Oh, da war ich ja, da hatte ich ja ein gutes Ja, ich Timing. stehe gerade im Airdrop drin. Bin mal gespannt, ob jetzt alles Scheiße. weg ist. Weil die Airdrops sind ja weg, wenn du dich wieder einloggst. Bin noch mal gespannt, was das mit der Kiste ist, die da in dem Airdrop drin stand. Abgeschlossen. Nee, ich hatte gerade erst drei Türen aufgemacht. Ja, die Kiste war Ah. abgeschlossen, naja. Okay. Ich verweise mal an den Vorarbeiter. Okidoki, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und in diesem Sinne bis die Tage. Holy, ich danke dir fürs Rumkommen, für die Hilfe, Ich habe die doch gar nicht Tipps. geholfen. Alles gut. Doch, du hast mit den Autos geguckt. Ach so, ja, gut. Normal. Und dir auch einen schönen Abend, kann man fast sagen, ne? Jo, danke schön Ja. und dann bis die Tage. Bis bald. Jo, Bye tschüss. bye. Tü-tü. So. Vorarbeiter. Der baut irgendwie um Wasser. Das schwimmt einfach nur rum. Wissen wir nicht. Und vor allem, warum ist das da so rot? Ist noch oder?
Ihr hört den gar nicht, ne? Das liegt an den Sounds. Ich wünsche euch viel Spaß, bin später wieder da. Vielen Dank, bis bald.